Martin Engelberg von der ÖVP war das in Wien, sei seinerzeit während des Holodomors außergewöhnlich stark gegen das Vorgehen in der Ukraine protestiert worden. Damals wie heute wolle man daran erinnern. Des ukrainischen Präsidenten, der diesen neuen Begriff des Holodomor mit verwendet hat. Und es geht ihm darum, dieses Tod durch Erfrieren, das Wladimir Putin gerade versucht, dieses Verbrechen im ukrainischen Volk irgendwie neu einzufassen. Das ist deswegen so besonders perfide, diese ganze Art und Weise, wie Putin diesen Krieg führt, weil es, und deswegen debattieren wir das hier natürlich 90 Jahre nach dem Holodomor, nach dem Tod durch Hunger, weil es eben hier zusammenfällt. Und ich freue mich, dass wir es geschafft haben, hier fraktionsübergreifend einen Antrag zustande zu bringen, der den Holodomor, also historisch gesehen, als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet und der dazu aufruft, dass wir uns als Österreich dafür einsetzen, dass solche Verbrechen, wenn man mit Hunger versucht, Menschen zu töten, in Zukunft nicht mehr passieren sollen. Ich wäre aber auch überzeugt davon gewesen, dass wir den Holodomor als das bezeichnen hätten sollen, was er eigentlich war, nämlich ein Völkermord. Und das haben, wie der Kollege Engelberg schon gesagt hat, andere Parlamente schon gemacht. Es hat heute explizit das Europäische Parlament als das bezeichnet, was es war, der Holodomor, nämlich ein Völkermord. Und jetzt kann man sagen, wenn man das historisch sich anschaut, ist das symbolisch, ein symbolischer Akt, wenn wir uns zusammenstellen und sagen, das, was vor 90 Jahren war, das war das oder jenes. Es hat aber deswegen so große Relevanz, weil es diese großen Parallelen zur jetzigen Situation hat. Und der Kollege Brandstätter hat das, glaube ich, schon sehr eindrucksvoll gesagt, wie in der Ukraine momentan gegen die Ukraine Krieg geführt wird. Und genau deswegen hat es so große Relevanz, weil es für uns als westliche Demokratie die Möglichkeit gibt, zu zeigen, auf wessen Seite wir stehen, wenn wir hier klar Dinge einordnen. Und ich bin überzeugt davon, es kann in der Situation nur eine Seite geben, das ist auf der Seite des Friedens, auf der Seite der Freiheit, auf der Seite der Demokratie und das heißt natürlich auf der Seite der Ukraine. Es sind die Parallelen so evident, weil das eben dieser Hungermord nicht irgendwelche Naturgewalten waren, sondern Stalin das ganz bewusst eingesetzt hat, um ein Volk und um Mitglieder einer Bevölkerung in der Ukraine durch Hunger zu töten. Und jetzt ist es halt Wladimir Putin, er macht nicht genau das Gleiche, er macht es ein wenig anders. Er beginnt, Energieinfrastruktur zu zerbomben und Leute durch Erfrieren umzubringen. Ich glaube, es ist relevant, dass wir aus der Geschichte lernen. Es ist relevant und wichtig, dass wir das, was wir aus der Geschichte lernen, auch entsprechend benennen. Und es ist umso relevanter, dass wir es in Zeiten benennen, in denen die Parallelen zu dem, was jetzt passiert, so offensichtlich sind. Und deswegen wäre ich der Meinung gewesen, dass wir es als das bezeichnen hätten sollen, was es war, nämlich ein Völkermord. Das Europäische Parlament hat heute erst wieder den Holodomor als Völkermord bezeichnet. Es sei wichtig, die Verbrechen so zu benennen, um zu zeigen, auf welcher Seite man stehe, nämlich auf jener der Ukraine, sagt hier Nikolaus Scherak von den NEOS.